Ja, ich habe jetzt fix einen Vortrag vorbereitet bei Metrische Zeit. Ja, es gibt eigentlich eine metrische Zeit, die sehr bekannt ist. Das ist die Zeit in der Französischen Revolution, was die da gemacht haben. Und dann gibt es die metrische Zeit, die ich irgendwie sinnvoll finde. Und das ist so die Myriakilo- und Hektosekunden. Und als allererstes erzähle ich euch was über die metrische Zeit, wie es in der Französischen Revolution so funktioniert hat. Und dann stelle ich euch die Myriakilo- und Hektosekunden vor. Ja. In der Französischen Revolution gab es den französischen Kalender. Also da haben die versucht, ein anderes Zeitsystem einzuführen. Und in diesem Kalender hat man 12 Monate gehabt, wie man es auch hier hat. Und jede Jahreszeit hat man dann 3 Monate gegeben. Und die Monate hatten 3 Wochen und die Wochen hatten 10 Tage. Und so hat man so ein bisschen einen sehr eindeutig und ein bisschen sozusagen klarer definierte Sachen. Nicht so jeder Monat ist so mal zwischen 28 und 31 Tagen, sondern es ist genau 30 Tage immer. Und da das nicht ganz klappt mit den 365 Tagen im Jahr, hat man noch so Übergangstage am Jahresende eingeführt, die dann nationale Feiertage waren. Ja, also Tag der Tugend, Tag des Geistes, Tag der Arbeit, Tag der Meinung, Tag der Belohnung und alle 4 Jahre in den Schaltjahren gab es noch einen Tag der Revolution. Der Kalender an sich ist nicht wirklich metrisch, aber das geht halt auch nicht, weil ein Jahr und ein Tag nicht metrisch zusammenpassen, aber man hat es halt möglichst gleichmäßig verteilt, dass man irgendwie, ja, müssen, wie nennt man das? Ja, wie gesagt, also jeder Monat 30 Tage und nicht irgendwie irgendwas dazu, irgendwie schwankend. Um dann alles, was unter einem Tag ist, wird von uns Menschen eingeteilt. Also wir haben sozusagen keine irgendwelche naturgegebenen weiteren Konstanten, die wir dann nutzen können, die nicht extrem klein sind, um uns da irgendwie, die wir uns was vorgeben. Und deshalb können wir uns den Tag beliebig einteilen. Und was die sich da ausgedacht haben in der Französischen Revolution, ist, dass wir den Tag in 10 Stunden einteilen. Und die Stunde in 100 Minuten und die Minute in 100 Sekunden. Und das hat nicht so gut geklappt damals, weil es halt einfach schwierig war, die Leute davon zu überzeugen, dass das irgendwie das anzunehmen, und im Endeffekt haben sie dann doch irgendwie wieder gelassen. Im Endeffekt, wenn es geklappt hätte und wir jetzt alle metrische Zeit verwenden würden, wäre das schon schön, weil dann müssten wir nicht seltsame Umrechnungen mit 60 Minuten in der Stunde und 60 Sekunden in der Minute machen, und dann irgendwie verwenden wir so ein bisschen Platz in der Uhr, verschwenden wir Platz in der Uhr, weil die nur bis 60, nur bis 59 gehen die Sekunden, und dann hätten wir, theoretisch können wir das bis 99 gehen lassen mit dem gleichen Platz. Also ist nicht optimal. Was würde jetzt passieren, wenn wir das heutzutage einführen würden, das Ganze? Aktuell sind die Sekunden definiert als, was hatte ich hier stehen? Das neun Billiarden 192 Mill Nee, 9 Billionen 192 Milliarden 631 Millionen 770-fache der Periodendauer der Strahlung im Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids 133Cs. Ist eine sehr komplizierte Definition. Also irgendwie so ein Cäsiumatom hat irgendeinen Übergang in einem Zustand, und das hat eine Periodendauer, und dies können wir messen, wie lang das ist, und dann können wir daraus dann die Sekunde ableiten, wie wir sie heutzutage haben. Also unsere heutige Sekunde ist nicht über den Tag definiert, sondern über was anderes. Und der Tag, der ist nicht wirklich konstant. Man hat dann irgendwie Leap Seconds, um irgendwie, dass es noch in Sync bleibt, das Ganze. Bedeutet, wenn wir heutzutage das umdefinieren würden auf was Metrisches,
könnten wir es auch nicht wirklich auf den Tag festlegen. Also dann hätte man trotzdem noch irgendwie so Leap Seconds. Und deshalb finde ich das nicht so sinnvoll, das an einem Tag festzulegen. Und wenn wir halt, ja, zusätzlich müsste man halt auch noch sämtliche anderen Sachen umdefinieren. Also entweder man definiert die anderen metrischen Einheiten alle um, die Meter, Kilogramm, Ampere, Kelvin, die sind alle sozusagen abgeleitet irgendwo von der Sekunde. Oder man definiert die Naturkonstanten, also die Boltzmann-Konstanten, ich glaube die nicht. Das Plancksche Wirkungsquantum und so, wenn man könnte, oder eine Lichtgeschwindigkeit, die müssen wir halt dann alle umdefinieren. Und das würde ich sagen, zur Verwirrung sorgen. Vor allem, wenn man die Sekunde nicht umbenennt, sondern einfach Sekunde beibehält den Namen. Und wir haben ja sowieso schon Verwirrung in den USA mit anderen unterschiedlichen Systemen. Und wenn man jetzt noch Einheiten hätte, die gleich heißen, aber unterschiedlich bedeuten, wäre das auch nicht so geil. Ist also noch viel weniger geil. Ja. Und was ich dann irgendwann ja, gedacht habe, man könnte ja einfach sagen, okay, wir lassen unsere Sekunden und schaffen einfach die Minuten und die Stunden ab und sagen dann, wir nutzen Kilosekunden, Hektosekunden und Myriasekunden. Myria ist eine alte Einheit, die 10.000 bedeutet. Die wird nicht wirklich verwendet, aber könnte man dafür nutzen, weil es convenient ist. Und ein Tag hätte dann 86,4 Kilosekunden. Das ist ein bisschen schwierig, schwieriger als 24 Stunden so. Aber ich finde es jetzt nicht so krass schlimm, das jetzt eine ungerade Zahl zu machen. Sonst könnte man auch einen Tag als 846 Hektosekunden nehmen. Oder wenn man was Kleineres haben will, dann 8,64 Myriasekunden. Und im Endeffekt könnte man sich so dann den Tag in so Takte einteilen. Also eine Kilosekunde sind, glaube ich, 16,3 oder so, 16,4. Irgendwas in 16 Minuten bedeutet, wenn man den Tag in einfach in Kilosekunden einteilt, hätte man so ungefähr Viertelstundentakte. Und das würde auch ganz gut klappen, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Bahn hat, die einfach jede Kilosekunde kommt, hat man auch einen ganz guten Takt. Oder jede halbe Kilosekunde. Ja. Viel mehr habe ich jetzt auch nicht. Ich habe, als ich das irgendwie mir ausgedacht habe, habe ich so ein Command-Line-Tool mal geschrieben. Habe ich ein Command-Line-Tool geschrieben, das mir Kilosekunden ausgibt, sozusagen, wo ich einfach sage, ja, ich kann es einmal demonstrieren. Ich kann es auf einem Bildschirm. Dann gehe ich zurück. Das habe ich in Rust geschrieben, unterschiedliche Versionen davon. Und im Endeffekt gibt es mir die aktuelle Zeit in Kilosekunden aus. Und ich kann es auch noch runden. Ich kann sozusagen hier ja, 1 und dann habe ich ein bisschen eine ungenauere Zeit. Manchmal will man ja auch nicht die Zeit also heutzutage, viele Leute haben ja einfach nur die Minuten und zeigen sich, lassen sich nicht die Sekunden anzeigen. Ich habe schon meine Sekundenanzeige gerne. Ja, so kann man. Könnte man theoretisch das noch weiter integrieren. Ich habe auch mal irgendwie angefangen zu versuchen, eine Android-App zu schreiben und dann habe ich gemerkt, dass Android-Apps schreiben kompliziert ist. Und dann habe ich aufgegeben. Vielleicht mache ich das irgendwann noch. Und ich habe auch irgendwie mal mir ein ESP32 im C3MA gekauft und wollte dann irgendwie ein kleines Projekt bauen, wo ich dann einen Bildschirm habe. So ein, wie heißen diese Bildschirme, wo man die. Ach. 7 Segmente hat. Ja, so ein Segmentbildschirm halt. Also, wo ich einfach da dann die Kilosekunden anzeigen lasse.
mir und das irgendwie dadurch einen kleinen Wecker oder kleine Uhr damit habe. Aber das ist, dazu, daraus ist auch noch nichts geworden. Und ich hatte auch eine Zeit lang mal unten in meiner Bar mir Kilosekunden auch mit angezeigt gehabt über dieses Command-Line-Tool. Habe ich aktuell nicht mehr, sondern jetzt habe ich einfach die in ISO-Standard. Ja. Habt ihr noch Fragen? Ja. Kurz zu dem, was die Franzosen gemacht haben. Sie haben nicht nur ein zählerbasiertes System genommen, sondern sie haben auch noch die Sekunde umdefiniert. Ja, die haben die Sekunde umdefiniert. Die haben die Sekunde als einen, wie viel ist das denn? 100.000stel Tag definiert und das wäre dann, weiß ich nicht, wie viele Sekunden aktuell. Ja, vermutlich. Ja, 86.400, daher ja auch dann 864. Geteilt durch 100.000. Ja. Und es gab auch halt von da, es gibt auch noch so alte Relikte von Uhren von damals, wo die sozusagen, vielleicht deswegen habe ich das Bild da von Wikipedia, nee, nicht von, nein, doch von Wikipedia. Ich glaube, von Wikipedia habe ich mir das kopiert. Ja, ist eine gute Idee. Also es gibt ja relativ viele